Hi und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, denn wir haben ja 8 Uhr. In der Türkei jedenfalls, bei euch wird es wahrscheinlich 7 Uhr sein. Es ist aber auch morgens. In diesem Video möchte ich über ein bestimmtes Thema reden, und zwar Emotionen. Aber bevor wir starten, würde ich euch bitten, wenn ihr meine Videos weiterhin sehen wollt und sie generell mögt, gibt dem Video doch einfach mal ein Like und abonniert mich auch, damit ihr meine weiteren Videos nicht verpasst. Also es soll in dem Video darum gehen, dass ich, ich spüre zwar Emotionen, aber ich weiß nicht, welche Emotionen ich empfinde. Also ich kann sie nicht benennen. Das äußert sich da, also so, dass ich eine bestimmte Emotion empfinde. Aber ich weiß halt nicht, was ist das? Also was spüre ich gerade? Ich habe gelesen, dass Autisten generell solche Probleme haben sollen. Also nicht benennen zu können, was für Emotionen sie empfinden. Und also generell Probleme damit haben. Also wenn es eine Skala geben würde von 1 bis 10 und wenn ich eine Emotion empfinde, zum Beispiel Trauer oder Angst, und die auf einer Skala von 1 bis 10 so ein 2 oder 3 ist, würde ich das nicht benennen können, weil ich nicht weiß, was genau ist das, was ich spüre. Aber ist diese Emotion, die ich empfinde, extremer, zum Beispiel eine 7, eine 8 oder 9 von 10 auf einer Skala, dann weiß ich ungefähr, was ich empfinde. Also es muss immer eine sehr extreme Form der Emotion sein, damit ich weiß, was für eine Emotion ich gerade empfinde. Ich weiß, das hört sich sehr komisch an, aber ich glaube, es gibt auch andere Menschen, die sowas haben. Vermutlich auch Autisten. Also ich denke mal, dass es bei Autisten besonders vorkommt. Habe es nämlich gelesen, dass das bei Autisten generell der Fall sein soll, dass man nicht weiß, was man empfindet. Das heißt nicht, dass man nichts empfindet. Also ich empfinde definitiv was. Also ich bin ein relativ emotionaler Mensch. Aber ich kann einfach nicht benennen, was ich gerade oder was ich generell für Emotionen empfinde. Ja, damit das einmal klar ist. Das ist aber auch nicht nur das mit dem Empfinden so. Ich habe auch Probleme, Emotionen im Gesichter zu lesen. Also wenn es was Simples ist wie Lächeln, das hier, dann kann ich, also dann weiß ich ungefähr, okay, dann muss ja die Person eine gute Laune haben. Aber es gibt ja auch unterschwellige Emotionen. Also zum Beispiel, wenn jemand sich verstellt oder wenn, wie soll ich das erklären? Also manchmal sind ja, manchmal heißen ja die Gesichtsausdrücke oder die Mimik halt, dass man nicht gerade das empfindet, was man gerade zeigt. Und besonders dann habe ich halt Probleme, das zu deuten. Dann gibt es noch bestimmte leichte Mimiken, die ich überhaupt nicht deuten kann, vor allem in den Augen. Also viele Menschen, normale Menschen, sollen ja in der Lage sein, in den Augen schon Emotionen rauslesen zu können. Bei mir, also ich muss da
Also ich muss da definitiv länger denken und komme auch meistens auch nicht zu dem richtigen Ergebnis. Jedenfalls, ja. Wie soll ich sagen? Also es ist nicht so einfach, wie normale Menschen es wahrscheinlich gerne tun. Also für mich jedenfalls, wenn ihr versteht. Und ja, ich denke, ich spreche mit diesem Video generell Menschen an, also auch Autisten, die sowas Ähnliches empfinden und Probleme damit haben, Emotionen und generell, also Emotionen bei anderen zu erkennen oder bei sich selber. Also es das heißt nicht, guck mal, das heißt wirklich gar nicht, dass ich überhaupt gar nicht in der Lage bin, Emotionen zu erkennen. Ich bin in der Lage, Emotionen zu erkennen, auch bei anderen, aber ich deute sie manchmal falsch. Also so habe ich das in Erfahrung gebracht. Ja. Genau. Ich denke, ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Das sollte auch ein relativ kurzes Video sein, wo ich das einfach mal anspreche, weil es, ich denke, es geht jedem so. Also jeder hat, glaube ich, mal so, also nicht jeder Mensch, aber jeder Autist hat, also jeder, tut mir leid, Menschen, Autisten sind Menschen, ja. Aber jeder Autist ist ja nochmal eine andere Art Mensch. Also, boah, jetzt. Ich möchte Autisten nicht in eine Schublade stecken. Ich bin ja wahrscheinlich selber davon betroffen. Aber Autisten sind ja Menschen, die eine bestimmte Entwicklungsstörung haben. Und ich denke mal, jeder Autist wird sich diesbezüglich auch relaten können. Ja, ich beende dann hiermit das Video. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, also ich hab's, ich erwähne es gerne nochmal. Also falls ihr meine Videos nicht verpassen wollt, abonniert mich einfach und macht die Glocke an. Und falls euch das Video ja, gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Natürlich dürft ihr auch einen Daumen runter geben. Das ist euch frei überlassen, was ihr macht. Ich bin jetzt kein Profi, was das Video erstellen angeht. Ich rede generell aus dem Stegreif. Also ich mache es ohne Skript. Ja, ich denke, dadurch wirkt das Video dann auch authentischer. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.